An der TU Dresden hat Professor Patzelt seine dritte Studie über Pegida vorgestellt. Seine Ausführungen standen im großen Interesse von Presse- und Medienvertretern. Die kompletten Ausführungen können Sie ungekürzt auf unserer Webseite unter www.frm-tv.de einsehen. Durch zahlreiche Befragungen von Pegida-Teilnehmern ist eine wissenschaftliche Analyse entstanden. Hier sieht man, wie sich die Teilnehmer politisch einordnen. Zu erkennen ist, dass der größte Teil in etwa dem Bundesdurchschnitt entspricht. Allerdings ist die Bewegung in der Gesamtbetrachtung etwas weiter rechts gerichtet. Doch wie viele Rechtsradikale sind bei Pegida? Auch wenn es nicht möglich ist, eine genaue Anzahl zu ermitteln, wird in der Studie von 19% Rechtsradikalen und davon 5% Rechtsextremisten ausgegangen. Patzelt hält diese Entwicklung nicht für normal, sieht aber als Grund eindeutig das Versagen der CDU. Ich sage die ganze Zeit, das ist keine normale Entwicklung. Lange Zeit hat es das deutsche Parteiensystem geschafft, alles, was es bis zum rechten Narrensaum hin an Körnern gab, die auch blinde Hühner zu picken verstanden, in sich zu integrieren. Erst als die etablierten Parteien es unterlassen haben, nach rechts hin wirkungsvoll zu integrieren, seitdem die Ausschließeritis und Abgrenzeritis um sich gegriffen hat, seitdem die CDU zu faul geworden ist, bis zum rechten Rand hin zu integrieren, seitdem die CDU so bequem war, sich der Kritik von SPD und Grünen und anderen zu entziehen, ihr seid zu rechts, ihr seid zu konservativ, ihr müsst klare Trennstriche zwischen euch und diesen und jenen sehen. Erst seitdem die CDU ihre wichtige staatspolitische Rolle nicht mehr richtig erfüllt hat, ist jener Freiraum entstanden, in dem dann die AfD als rechtspopulistische Partei sich festsetzen konnte, ist jene Lücke entstanden, die dann Pegida unter den besonderen Dresdner Umständen auffüllen konnte. Ich habe nachweislich seit mindestens 15 Jahren davor gewarnt, dass die CDU ihre Integrationsbemühungen nach rechts aufgibt. Und die Folgen sehen wir jetzt. Also man kann was dagegen tun. Es muss die CDU wieder bis zum rechten Rand zu integrieren versuchen, indem sie jene Probleme angeht, welche die Rechtspopulisten nicht als eingebildete, sondern als reale Probleme unseres Landes benennen. Und es müssen SPD und Grüne der CDU es ermöglichen, ohne politisches Harakiri zu begehen, diese Integrationsaufgabe nach rechts wahrzunehmen. Ist das ein Appell, die Asylpolitik zu ändern? Ja, selbstverständlich. Weniger die Asylpolitik, als vielmehr den Zustrom von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen nach Deutschland so weit zu drosseln, dass nicht in zu kurzer Zeit so viele kommen, dass zunächst die Erstaufnahmeeinrichtungen überlastet sind und anschließend bei der Verteilung der Geflüchteten auf die Kommunen sich jene hässlichen Szenen wiederholen und wiederholen, derer wir in Sachsen wieder einmal angesichtigt worden sind. Wir haben uns auf ein gesellschaftliches Großexperiment eingelassen, das nun gewaltige Wucht entwickelt, und das alles ist sträflich unterschätzt worden. Die Versuche von Pegida-Gegnern, die Bewegung zu zerschlagen, sind gescheitert. Im Gegenteil, sie verfestigen eher noch mehr. Schauen Sie, das Bündnis Dresden Nazifrei machte Mitte Januar, wenn ich es recht im Kopf habe, eine interessante Tagung hier in Dresden. Und die zentrale Frage war, warum schaffen wir es nicht, die Dresdner Bürgerschaft gegen Pegida zu mobilisieren? Warum sind wir immer in der Minderheit, die Pegidianer immer in der Mehrheit? Eine Leipziger Journalistin, die das Auftaktreferat hielt, alles ist über Indie Media und die ADN-Webseite unschön nachzulesen, auch DNN hat berichtet und andere Dresden Zeitungen. Die Aussage war, wir haben eigentlich keine richtige Gesellschaftsanalyse gemacht, um herauszufinden, was hinter Pegida steht. Es reiche nicht immer nur mit Wortcontainern zu agieren, wir müssen bunt sein und so weiter. Wir haben einfach nicht richtig begriffen, worum es geht. Wenn das sogar jene, die nun wirklich mit großer Energie und unter Inkaufnahme etlicher persönlicher Mühseligkeiten seit über einem Jahr gegen Pegida demonstrieren, einsehen, dass sie deswegen erfolglos sind, weil sie nicht richtig diagnostiziert haben, was vorliegt, dann scheint mir das eine Bestätigung dessen zu sein, was ich die ganze Zeit schon sage. Freunde, ihr habt Pegida von Anfang an falsch eingeschätzt. Ihr glaubtet, dass das einfach Rechtsradikale sind, dass das Latenznazis sind, dass das allesamt Rassisten sind. Ihr glaubtet mit den üblichen Weisen, auf die man in Deutschland wirkungsvoll mit Rechtsextremismus umgeht, mit Pegida fertig zu werden. Ihr habt missverstanden, dass
Pegida in Dresden lediglich, jetzt kommen meine Lieblingsbilder, die Spitze eines Eisbergs, ein Vulkanschlot ist. Und das Spannende ist das Magma. Es ist das Magma des gemeineuropäischen Rechtspopulismus, das sich in Pegida manifestiert hat. Und Rechtspopulismus ist viel breiter als Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus. In Polen, in Ungarn regieren sogar die Rechtspopulisten, weil man gemeint hat, es seien die üblichen Rechtsextremisten und Rassisten, sozusagen die SA, die neu auf die Straße geht. Hat man zu Gegenmaßnahmen gegriffen, die dann wirkungsvoll wären, wenn es die SA wäre. Nur weil es nicht die SA ist, sondern viele Leute, die einfach rechtspopulistisch denken, hat es nicht funktioniert. Die Bundesregierung hat das Asylrecht verschärft. Bedeutet dies nun langsam das Ende von Pegida? Ich habe zweimal öffentlich erklärt, dass Pegida vor dem Ende steht. Nach meiner ersten Studie, die wir vor einem Jahr hier vorgestellt haben, sagte ich in einem Interview, Pegida, das ist so wie ein ausgerauchter Vulkan, die Asche regnet noch herab und vorbei ist es. Privat, ehrlich gesagt, habe ich mindestens zweimal öfter Pegida totgesagt, was mir mein Sohn immer mit großen hämischen Grinsen vor die Nase hält. Ich habe lange Zeit unterschätzt die Stärke des inneren Zusammenhalts der Pegidianer und die Wichtigkeit jenes Gemeinschaftserlebnisses. Auch jene Solidarität, die sich aus dem Trotz speist, mit Leuten konfrontiert zu sein, die einen als etwas anderes behandeln, als man glaubt zu sein. Also diese soziopsychische Dynamik habe ich lange Zeit unterschätzt und mir scheint, dass das noch über geraume Zeit den Zusammenhalt unter Pegidianern aufrechterhalten kann. Das zweite ist, dass der seit dem September durchaus sich erhöht habende Zustrom von Geflüchteten natürlich Pegida gemästet hat, genauso wie das die AfD mästet. Und solange der Zustrom weitergeht, den zu verhindern, sich aber in einer Art europäischer Nebenaußenpolitik die Balkanstaaten unter Führung Österreichs verlieren. Sobald der Druck nachlässt, scheint mir, lässt auch die Mobilisierungswirkung von zuwanderungskritischen Gruppierungen nach. Indem ich das aber sage, muss ich gleich als Fußnote hinzufügen, bloß weil der Einwanderungsdruck oder die Einwanderungszahlen sich reduzieren, ist ja noch nicht die tatsächliche Aufgabe gelöst, nämlich die Leute zu integrieren. Die Leute zu integrieren, wovon nach den Aussagen des Bundesarbeitsministeriums wahrscheinlich die Hälfte auf absehbare Zeit keinen Arbeitsplatz finden wird, die Folge aus dem deutschen Sozialstaat zu finanzieren sind. Und wenn nicht jedes Jahr 19 Milliarden Euro Haushaltsüberschuss beim Bund aufkommen und der Bund eines Tages sich doch noch dazu bequemen sollte, den Ländern und den Kommunen jene Kosten zu erstatten, die nun einmal mit einer ordnungsgemäßen Versorgung von Geflüchteten einhergehen, dann wird es zu Verteilungskonflikten führen. Und bei diesen Verteilungskonflikten wird natürlich eines der zentralen Argumente sein, wer ist denn schuld daran, dass wir uns auf diesen Weg begeben haben? Wer hat denn Alternativen gefordert? Wer war dagegen? Wem soll man also jetzt trauen, dass er den Wagen aus dem Dreck zieht? Und folglich, meine ich, können hier rechte Protestbewegungen oder rechtspopulistische Parteien durchaus profitieren. Und die dritte Stellschraube ist das Verhältnis von AfD und Pegida. Solange Pegida sozusagen für sich selbst stand und auch mit der AfD rivalisierte, weil die ersten Begegnungen waren ja keine, die die wechselseitige Harmonie befördert haben, aus verschiedenen Gründen. Sobald also Pegidianer die AfD als ihre Partei und die AfD Pegida als ihren Straßenarm begreift, und sobald die AfD in vielen Parlamenten ist, was sie in großer Wahrscheinlichkeit demnächst sein wird, und in den Parlamenten es versteht, zumindest nicht unangenehm aufzufallen, wie es der NPD nicht gelungen ist, dann kann viel Druck, der sich jetzt auf der Straße entlädt, einfach in Unterstützung von AfD gelangen. Dann ist es nicht mehr notwendig, sich am Montagabend nass regnen oder die Zehen kalt werden zu lassen, sondern es bewegt sich dann ohnehin durch die parlamentarische Präsenz einer rechtspopulistischen Protestpartei, manches im etablierten Parteiensystem in jene Richtung, die man will. Und dann kann das Straßengeschehen einschlafen. Das sind also die drei Stellschrauben, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen. Wir wissen nicht, ab wann die Zuwanderung reduziert werden wird. Wir wissen nicht, wie wir die Integrationsprobleme meistern. Und wir wissen nicht, wie sich die AfD in den Parlamenten und im Verhältnis zu Pegida entwickeln wird. Folglich sehe ich heute davon ab, ein weiteres Mal das Totenglöckchen anzuschlagen. Derzeit steigen deutschlandweit die Umfragewerte der AfD. Am 13. März wird sich zeigen, mit wie viel Prozenten sie in die Landtage einziehen.